Sul, hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sims, wo wir, glaube ich, erstmal... Kann das sein, dass ich einen Soundbug habe? Ich habe irgendwie den Nachbarschaftssound noch. Aus, an, aus, an. Das ist jetzt komisch. Okay, dann muss ich das wohl ausmachen. Wir müssen dringend Balto baden. Nee, nicht den Teller aufräumen. Du kannst doch damit Geld verdienen. Einfach wegschmeißen. Gott, das ist überhaupt nicht nachhaltig. Nimm. Hier, was zur Instagram-Story da hinzufügen. Guck mal, also wir sind jetzt näher am zweiten Stern, als wir bislang je waren. Also das ist schon mal ganz gut. Immerhin 12 Follower. Guck mal, also wir werden jetzt mal Balto baden. Und dann gucken wir, da müssen wir den Futternapf auffüllen. Die Liebestagsachen, die, ja, sie liebt die Tradition, zu einer Verabredung zu gehen. Müssen wir mal gucken. Was ich aber auch gerne machen wollen würde... ich will mal ganz kurz gucken, ob ich das Haus hier vielleicht ein bisschen erweitern kann, das Schlafzimmer speziell, weil er hat mir geschrieben, dass ich auch ganz gut wirklich, dass das ganz gut was bringt für die Bekanntheit, wenn ich wirklich auch zu Hause tatsächlich YouTube-Videos mache, in Anführungsstrichen. Das heißt, ich will hier mal ein bisschen umbauen. So, und jetzt gucken wir mal die Tür. Die setze ich dann mal dahin. Jetzt haben wir natürlich gerade gar keine Baumenü-Musik, ne? Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Ich filtere jetzt mal meine Suche nach, da muss ich gucken. Nach werde berühmt. Und dann gehen wir mal auf alle Anzeigen. Wo ist denn? Das ist ja cool. Oh, voll hübsch, aber auch voll teuer. Das, was wir jetzt, was wir suchen, wird auch nicht viel günstiger. Also, was heißt nicht viel günstiger? Es wird teurer. Was ist das denn? Ach so, das sind Bühnenbilder auch. Hier. Doch, es ist ein bisschen günstiger. Videostation, mehr Klicks, 1635 Simoleons. Die zentrale Anlaufstelle zum Drehen von Videos und Sammeln von Klicks. Erkundige dich, was angesagt ist, um deine Fanboys und Fangirls bei Laune zu halten. Ja, dann, ne? Machen wir das doch mal. Das kommt hier hin. Und was kommt dahinter? Das obligatorische IKEA-Regal, was jeder immer hat. Warte, Kallax. Da muss einfach ein Kallax hinter. Das geht gar nicht anders. Ich habe den mir mal runtergeladen. Den Link dazu... warte mal, gab's den nicht? Es gab keinen direkt 4x4, ne? Es gäbe dann nur so eins, das ist aber viel zu hoch. Also das muss einfach dahinter, das geht gar nicht anders. Also so ein, das typische, warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz Move Objects anmachen. Move Objects on, war das richtig? Nein, das war nicht richtig. Da baut man eine Weile nicht mehr, Move Objects. Doch. Oder nicht? Bin ich jetzt blöd? Nee, BB Move Objects. Oh Gott, wie ging der denn nochmal? Jetzt, BB Move Objects on. Das passiert, wenn man lange nicht mehr baut. So, wir können ja auch noch eins hinstellen. Dann stellen wir halt hier drei nebeneinander.
Das ist halt einfach das typische Regal, was YouTuber immer im Hintergrund haben. Das ist halt einfach eben nun mal so. Es ist natürlich kein Gesetz, dass man das haben muss, wenn man YouTuber ist, aber es ist halt einfach... Es ist halt irgendwie immer im Hintergrund. Es ist halt auch praktisch. Ich habe selber so einen Teil in der Küche stehen und in der Küche so ein bisschen als Raumtrenner zum Wohnzimmer. Und wo waren denn nochmal? Ich muss hier mal auf alles gehen. Und im Wohnzimmer tatsächlich als Schrank. Weil es da einfach auch so schön viele Möglichkeiten gibt, das Ganze einzudingsen. Ich komme nicht drauf, wie das heißt. Warum finde ich die Türen dafür nicht? Die Einsätze. Was ich sagen wollte, es gibt so viele schöne Möglichkeiten, das individuell zu gestalten. Das finde ich halt praktisch. Oder ist das... Nee, das war... Genau, das ist unter Expedit drin. Expedit war das Vorgängermodell. Da. Machen wir das mal in Grau rein. Das finde ich hübsch so. Hätte ich auch direkt so mit gedrückt halten der Taste machen können. Aber naja, gut. Dann packen wir... eine Reihe davon rein. Und wollen wir jetzt vielleicht noch welche hier in dem... Oh, das ist schon eine krasse Farbe mit dem Pink. Aber ich finde, dass das schon auch irgendwie zu ihr passt, oder? Ich finde schon. Schade, dass wenn es hat, da ist jede Menge Stauraum, ne? Schade ist, dass es das nicht auch mit Glas gibt. Ich habe da auch so Glasvitrinen von. Und da kann man dann wunderbar auch Dekoration reinstellen. Das finde ich klasse. Apropos, ja, Dekoration, so ein kleines Blümchen oder sowas, das finde ich, können wir da schon reinstellen. Sowas hier zum Beispiel in kleiner. So ein Mittelding wäre schön, wenn es das auch als Mittelding gäbe, aber gibt es leider scheinbar nicht. Also dann stellen wir das einfach mal dahin. Ja, das hier stellen wir auch rein, ne? Oh ja, von Wie Bär Bärs, die Bärchen, die sind cool. Die kommen da rein und irgendwie so ein Print mit so einem schlauen Spruch muss auch sein. Das ist ja schon fast Pflicht bei sowas. Da kommt noch was rein und so ein paar Bücher wären noch schön. Lass uns hier mal gerade bei dem kleinen Kramsel gucken. Hier, genau, sowas meinte ich. Sowas muss da einfach rein. Das ist Standard. Jetzt komme ich jetzt mal wieder mit meinem Custom-Content an. Das hatte ich ursprünglich nicht geplant. Das kommt dann noch rein und dann kommen hier noch ein paar Bücher bei. So, und die Fächer hier, die lassen wir noch frei. So, dann kann sie nämlich hier Videobestand ansehen. Ja, hat sie ja noch nicht. Trends untersuchen, Zusatzkomponente kaufen, HD-Kamera und eine Ringlampe. Eine Ringlampe ist aber ein bisschen tricky. Wenn man eine Brille hat, dann kann das leicht total bescheuert aussehen. Ich finde diesen Effekt von diesen Ringleuchten im Auge total cool. Aber ich habe halt eine Brille, ne? Lichter anpassen, diffuses Nachtleben, hellweiß, kalt und trüb, warm. Wow, also wir haben hier schon jede Menge Möglichkeiten, ne? Guck mal, wir könnten mal auf Kommentare antworten. Wir haben zwar noch kein einziges Video gemacht, aber wir antworten trotzdem auf Kommentare.
Ups, ich wollte nicht auf die Brüste zoomen. Sie sitzt aber ganz schön nah vom Bildschirm. Schneidet scheinbar gerade Videos. Medienproduktionsfähigkeit erworben. Charlene kann an der Meistermixer-Musikstation, der Videostation mehr Klicks und der Streaming-Drohne weiter Medienproduktionsfähigkeit aufbauen. Oh, und sie hat jetzt dadurch 150 Follower dazu gewonnen. Das ist ja sogar ganz geil eigentlich. Das bringt ja relativ viel. Ja, hier, du musst mal Hundevideos mit Balto und Suzette machen. Die gehen durch die Decke, Madamechen. Und mir wurde nochmal gesagt, ich sollte nochmal gucken. Wegen... Ach, warte mal hier, wir müssen ja noch die Schüssel füllen. Nochmal wegen... Sie hat sich die Hände nicht gewaschen, du kleines... Schweinchen, du. Genau, wir gucken gleich nochmal nach Schauspielagenturen, denn mir wurde eine empfohlen. Ich muss mal gucken, ob die geht, die wohl auch richtig gute Jobmöglichkeiten mit sich bringt. Die habe ich aber, glaube ich, noch nicht. Oder ist es das? Geeignetes Talent. Das kam mir irgendwie so vor, als ob sie das mal gesagt hätten oder als ob das mal jemand in die Kommentare geschrieben hätte. Die Agentur Geeignetes Talent repräsentiert nur die Besten, die ihr Bestes geben und das Beste erwarten. Du musst schwitzen, Tränen vergießen und dich häufiger umziehen als eine Schaufensterpuppe auf der Fashion Week, um eine Ikone zu werden. Vorteile: bessere Bezahlung für Drama und Action, Primetime TV und Filmauftritte. Ist doch gar nicht so schlecht, ne? Wer ruft an? Oh. Jetzt sind wir schon bei einer anderen Agentur. Lass uns mal gucken, was wir da denn dann so für Castings momentan haben. Ach, guck mal hier, die Urps gehen weiter. Viel bringen würde uns auch Charisma-Fähigkeit, Weißkittel mit Herz. Oh. Oder Detective Law. Hatten wir das nicht schon mal? Da brauchen wir Level 5 der Charisma-Fähigkeit. Aber das finde ich cool. Ja, und wir müssen Schauspiel müssen wir üben. Level 5 der Charisma-Fähigkeit. 4 haben wir. Guck mal, das kriegen wir doch hin. Da müssen wir jetzt einfach eine Rede üben. Ansonsten steigt unsere Schauspielfähigkeit, aber nicht das Charisma. Das machen wir jetzt nochmal so ein bisschen im Schnellverfahren. Es tut mir leid, ihr kleinen Hundibundis. Wir müssen uns momentan so sehr um die Karriere kümmern. Wahrscheinlich hätte ich mir besser gar keine Tiere geholt hier. Oder wirklich Katzen, die selbstständiger sind. Wir haben doch einen vollen Futternapf. So, hier Schauspielerei müssen wir auch nochmal üben. Das ist nämlich gerade nur auf 4. Und das müssen wir höher bekommen, damit die riskanten Szenen besser klappen und wir damit einen besseren Fortschritt bei den Filmen haben. Das wurde mir auch geschrieben an dieser Stelle. Danke für den Tipp, hätte ich auch selber drauf kommen können, ne? Aber wie es so oft ist, checkt man es dann halt doch nicht. Ach nein, Balto. Sau dich nicht schon wieder ein. Weil wir müssen Balto auch trösten. So, und wir müssen uns ein bisschen um Suzette kümmern. Na los, geh mal zu ihr hin. Die wird den Ball schon fallen lassen, wenn du ankommst. So, dass sie sehr wohl mal weiß, dass du dich um sie kümmerst. Was müssen wir machen für den nächsten Job? Casting beginnt morgen um 12 Uhr. Charisma auf 5 haben wir ja jetzt schon. Ja, Level 7 der Schauspielfähigkeit erreichen. Da müssen wir auch mal noch weitermachen. Denn wie gesagt, das ist 4 ist da schon relativ niedrig, ne? Dafür, dass wir wollen ja mal weiterkommen. Ein Talentwettbewerb in der Lounge.
Ja, komm, den nehmen wir doch mal mit. Den nehmen wir doch mal mit. Machen wir uns lächerlich. Ich hoffe nicht, dass wir uns lächerlich machen. Okay, dann kommen wir ins Gespräch, aber halt nicht mit so super positiver Publicity. Ich bin ja nicht so ganz der Ansicht, dass negative Publicity besser ist als gar keine, weil, ne? Ist ja halt dann auch nicht so geil, wenn man jetzt so mega blöd dasteht. Aber jetzt stinken wir. Ich konnte Charlene gar nicht mehr in die Wanne schicken. Ich hatte doch schon so einen kleinen hygienischen Notstand. Also, wir müssen uns an der Bar anmelden, um mitzumachen. Da ist die Bar. Wir machen auf jeden Fall mit, aber genau, wasch dich erstmal. Aber allerherrlichstes Mistwetter haben wir hier. Oder bin ich ja auch? Und ich habe einen kleinen Fangirl-Moment. Ich würde mich jetzt aber für heute von euch verabschieden. Mit diesem Talentwettbewerb geht es dann übermorgen weiter. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr auch übermorgen wieder mit dabei sein würdet und mitverfolgt, wie Charlene sich denn hier schlägt. Also dann, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!